Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zur 27. Ausgabe unseres Magazins. Und willkommen im Sommer. Wir haben Juli und es ist gnadenlos und wunderschön warm. Ich habe letzte Woche Folgendes gemacht. Ich konnte die Hitze nicht mehr aushalten. Ich bin zur Bever gegangen und habe dort 4 Tage gelebt. Bin von dort aus zur Arbeit gefahren. Wir hatten wunderschöne Abende am See. Kann ich jedem empfehlen, für den diese Fahrtstrecke noch in Ordnung ist. Ansonsten fragen wir uns natürlich alle, warum macht denn unser Freibad, unser geliebtes, einziges verbliebenes Freibad in Dabringhausen, nicht jetzt schon während dieser Hitzezeit auf, sondern muss warten, bis Ferienbeginn ist, bis es vielleicht zu spät ist, wie einige Unken ihnen geht. Geld verloren, sagen die anderen. Die anderen sagen wiederum, die sind noch gar nicht so weit, die sind noch am Renovieren. Wichtig ist, das Freibad öffnet nächste Woche Freitag und macht jetzt schon auf 2 große Programmpunkte auf sich aufmerksam, die wir auch direkt jetzt nennen, denn wir werden dort im Urlaub sein und in den Ferien. Das eine ist die Summer Stage 2019. Am 27. Juli, Leute, alle, die da sind, hingehen. Da ist tagsüber was los, da habt ihr abends Live-Musik, lohnt sich garantiert. Und jetzt ganz wichtig, ihr habt Kinder, ihr seid nicht im Urlaub, aber ihr wollt oder seid schon aus dem Urlaub zurück. 14. 15. August, Doppelwochenende, Wasserolympiade, gesponsert von der Hermann-Voss-Stiftung aus Wipperfürth und Ein Herz lacht aus Troisdorf. 2 Tage Zeltlager, Spaß ohne Ende für eure Kids. Meldet an. Das könnt ihr machen, wenn nächste Woche Freitag die Ferien beginnen, die Saison eröffnet wird oder jetzt schon auf der Homepage runterladen. Auf jeden Fall unser absoluter Tipp für diese heißen Sommertage, die wir hoffentlich haben werden. Letzte Woche, Samstag, Sonntag, war dann so viel los, dass wir direkt sagen mussten, wir konnten leider aufgrund einer eigenen Sache, wo wir involviert waren, nicht mehr alles filmen. Feuerwehrfest in Aibringhausen waren wir schon mal. Mit all den Treckern, mit all den historischen Fahrzeugen war es garantiert toll und sehenswert. Wir haben allerdings leider keinen abstellen können, der da irgendwas von filmt. Bei United sind wir ein bisschen entspannter, denn wir hoffen, dass wir da noch Filme kriegen von der Angelique. Was wir gemacht haben, war der Tipp, den letzte Woche sogar der WDR brachte. Wir haben am Samstag den Dellmann Cup ausgerichtet und hatten 44 Teams, also fast 90 Spieler aus allen möglichen Städten der Umgebung. Natürlich immer wieder auch unsere befreundeten Spieler von nebenan aus Wipperfürth und Witzhelden da, die sich trotz der Hitze nicht lumpen ließen, bei uns wirklich zu spielen, zu feiern. Ganz toll war es einfach nur. Und am Sonntag natürlich ganz großartig unsere Stadtmeisterschaften mit 18 Teams. Und da haben wir dann auch mal gefilmt und für euch richtig reingeschaut. Wie läuft es denn? Ja, bislang sind wir noch zufrieden, ne? Aber mal sehen, wie es weiterläuft. Toi, 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 dass wir in die Endrunde kommen. Wir freuen uns drauf. Ja, wunderbar. Ich bin begeistert. Ein schönes Match mit professionellen und netten anderen Teams. Poolspielen ist was für dich, Christian? Eine super Freizeitaktivität, die ich öfter machen sollte. Ja, jeden Sonntag hier auf dem Platz. Das ist wunderbar. Wir haben zwar heute, waren wir ein bisschen schlechter, aber wir üben jede Woche 2 Mal und dann müsst ihr da beim nächsten Mal hinhauen. Also für uns zählt in erster Linie der Spaß und den haben wir hier schon seit 11 Jahren und das werden wir auch weiter haben, hoffentlich. Ich habe richtig geiles, tolles Pool gesehen. Danke, dass ihr da wart wieder. Temperaturen sind ja noch halbwegs gut gelaufen und wirklich, die Spiele waren echt, echt spannend und auf Haaresspitzenbreite. Platz 2019, 11. Stadtmeisterschaft, haben wir die Wundertüte Irene, Dagmar, Ulla und Roland. Gratulation! Und immer schon dabei, wenn ich das richtig sehe. 11. Stadtmeisterschaft, 3. Platz für Big Balls, Uwe, Wolli, Frank und Michelle. Jetzt haben wir hier einen Vizemeister. 2019, Andi, Marcel und Herr Brösel. Bravo. 11. Stadtmeisterschaft 2019. Dieses Jahr hat es endlich geklappt nach 11 Jahren. SWG Bergischland.
Schwan, Dudi und Kevin sind Stadtmeister. Schaka, endlich! Endlich! Der Pott ist bei uns! Super geil, endlich mal gewonnen. Yippie! Ja! Ja, war ein knappes Spiel, ne? Aber mit dem besseren Gewinner natürlich. SWG! Traurig war natürlich, was wir diesmal hautnah mitbekommen haben. Mal wieder an der Schwanengrundschule Randale. Ich glaube, ein Fenster ist eingeschlagen worden. Ey Leute, lasst sowas. Für alle nur ätzend. Wie gesagt, ihr bekommt ein Kurzmagazin heute von mir, denn ich muss ja unseren Moderator ersetzen und schneiden und irgendwie und Kamera führen. Irgendwie mache ich heute alles und das geht nur in Kurzformat. Bleibt noch der Veranstaltungstipp der Woche. Na, was wird es wohl sein? Das Dorffest in Dabringhausen, das Dorf Schäbkopp, am Freitag beginnt. Liebe Leute, da sehen wir uns. Das, meine Lieben, war unser Kurzmagazin heute. Ich wünsche euch eine schöne Woche und sage Tschüss. Eure Sandra.